Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unseren heutigen Tag am 17. August 2017? Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Zwillinge, befinden sich im Grenzbereich und übergeht im Tierkreiszeichen Krebs. Mond hat eine abnehmende Mondphase und es eignet sich ganz gut dafür, von etwas verabschieden, loslassen, trennen, kündigen oder bereinigen. All das, was uns belastet im Leben. Dadurch haben wir mehr Freiraum und auch mehr Luft. Und genau diese Luft vermittelt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Das große Glück liegt auch hier im Tierkreiszeichen Zwillinge. Und darüber habe ich Näheres erklärt in meinem täglichen Glücksenergie. Von etwas trennen, loslassen, verabschieden, das vermittelt auch das Sternbild Orion. Und das hat einen Einfluss auf die heutige Mondbewegung. Die alten arabischen Astrologen haben auch beobachtet die Bewegung des Mondes und das haben sie auf die Tagesenergie vermittelt. Und sie beschreiben den heutigen Tag, und das ist alte Quelle von dem alten arabischen Astrologen, es kehrt etwas zurück, ein Rückkehr. Oder jemand kommt wieder zurück von Vergangenheit. Die alten arabischen Astrologen beschreiben auch, die heutigen Tag wäre ein Heilenergie und es eignet sich gut, Freundschaften zum Pflegen. Und wie wirkt diese Energie und auch die Bewegung, die Planeten für den heutigen Tag bei den einzelnen Tierkreiszeichen? Glück haben in Finanzen die Zwillingsgeborenen, die Löwengeborenen und die Wagengeborenen. Sie können etwas gewinnen oder gut investieren gerade. Und wir beginnen auch gerade mit den Zwillingsgeborenen. Die Zwillingsgeborenen, wie ich schon sagte, haben Glück gerade, Näheres darüber in meiner täglichen Glücksenergie. Aber dazu noch, dass sie auch in Finanzen Glück haben, weil das bringt Gewinn oder können gut handeln, gut investieren. Das ist eine Bewegung und das bedeutet auch einen Aufstieg, einen beruflichen Aufstieg gerade für die Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. In den kommenden Tagen kommt mehr in Bewegung. Heute sind Einschränkungen da und besonders im Bereich Liebe, Partnerschaft oder Enttäuschungen oder Ungerechtigkeit im Bereich Freundschaften oder in Partnerschaft. Also die Krebsgeborenen erleben die Privatleben gerade eher bedrückend. Eine Verbesserung ist zum Erwarten ab morgen. Bei den Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist das Energie des Gewinnes und die können gut investieren gerade oder vielleicht gewinnen etwas. Die Löwengeborenen sollen aber auf dem inneren Kraft achten. Das bedeutet, der Erfolg kommt nicht von Aktivitäten, sondern eher am Rückzug. Sie brauchen die Ruhe, weil da liegt die Kraft und das ist die Stärke gerade die Löwengeborenen. Und dadurch bekommen sie mehr Klarheit und die Gewinnchancen liegen sehr gut gerade bei den Löwengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen sind wichtige Themen die Handlungen, Gespräche, Verbindungen. Es kehrt etwas zurück von Vergangenheit und da passt genau die Information, was die alten arabischen Astrologen vermittelt haben, ein Rückkehr. Bei Tierkreiszeichen Wagen Geborenen ist wichtige Thema die Werte und auch das eigenen Selbstwertgefühl und auch die Finanzen.
Die Wagengeborenen haben gerade eine gute Energie, etwas zu gewinnen oder gut investieren oder etwas kaufen mit gutem Preis. Wo die Wagengeborenen Einschränkungen haben, was auch sogar zu Enttäuschungen führen kann, das ist momentan die Liebe-Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, sie haben etwas begonnen und die haben schon diese Basis. Und jetzt kommt die Bewegung und es trägt auch Früchte. Und diese Bewegung ist in vertrauten Umgebung, weil das bringt Glück gerade bei die Skorpiongeborenen. Oder kleine Reise zu machen oder Einladungen wahrnehmen und diese Kontakte helfen weiter bei die Skorpiongeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Schützengeborenen, sie brauchen Halt, Sicherheit und Stabilität. Sie haben Wünsche und Sehnsüchte, das nicht aufgeben, weil das kommt zum Erfüllung. Aber die Schützengeborenen sollen davon fest überzeugt sein. Langsam dreht sich alles, dann haben sie auch Glücksmomente oder Erfolge. Und wichtig ist bei den Schützengeborenen, ihre Ziele nicht aus die Augen verlieren, nicht aufgeben. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig das Lebensfreude, weil das gibt die Kraft. Eine gewisse innere Unsicherheit ist spürbar oder fühlen sie sich kraftlos, aber sie sollen das Lebensfreude leben und den Tag auch genießen. Also die Steinbockgeborenen dürfen das mal auch erlauben. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft und da haben sie gerade die Leichtigkeit. Wichtig ist auf Gesprächen achten, kann bei Wassermanngeborenen auch bedeuten, dass jemand kehrt von der Vergangenheit zurück oder kommt ein Nachkrieg, was mit der Vergangenheit zusammenhängt. Und gewisse Unklarheiten sind noch da, aber bald kommt auch mehr Klarheit in diesen Angelegenheit. Bei den Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft und sie räumen die Vergangenheit auf, weil das ist ein Reinigungsprozess und sie schließen die Vergangenheit ab. Heute sind dann gewisse Spannungen da und sie fühlen sich innerlich nervös oder unsicher. In die kommenden Tagen beruhigt sich das alles, kommt auch etwas im Fluss, in Bewegung. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommen Veränderungen und Umbrüche. Etwas hält aber noch zurück und das ist diese Wandlung. Und das ist auch eine Art Reinigungsprozess oder ein Heilprozess, was die Wiedergeborenen gerade erleben. Aber sie fühlen heute die Leichtigkeit, morgen sind Einschränkungen da, dann bedrückt etwas emotional die Wiedergeborenen. Also lieber heute noch handeln oder etwas beginnen, weil die kommenden Tage kommen Einschränkungen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema die Beruf und Berufung und da brauchen die Stiergeborenen Sicherheit, Stabilität, auch Ordnung und daran arbeiten sie, die Stiergeborenen und diese Möglichkeiten haben sie auch. In den kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung. Die Gespräche oder Terminen oder ein Vertrag hilft auch, aber das hängt noch etwas mit der Vergangenheit zusammen oder es ist noch etwas gebremst, ein bisschen Geduld noch. Es kann bei vielen Stiergeborenen bedeuten, dass eine Nachricht kommt von Vergangenheit, von jemand, von Vergangenheit, so kehrt etwas zurück, dann ist das etwas Positives. Kann auch bedeuten, dass es wie eine Art Bremse ist. Da in diesem Fall sollen die Stiergeborenen noch geduldig sein, da dreht sich da etwas. Bei den Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen habe ich schon gesagt, es ist ein Aufstieg und heute haben Glück und machen Gewinn die Zwillingsgeborenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.